Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier ein paar Reifen zusammengebaut für unseren schönen 1500er, den wir hier hinten auf der Hebebühne noch haben. Der eigentlich so gut wie zusammengebaut aussieht. Naja, gut, so gut wie möglich. Okay, man bräuchte da jetzt da noch ein bisschen Fantasie, um zu sagen, die Karosserie ist auch dran. Aber es sollte motortechnisch jetzt erstmal gar nicht so schlecht sein. Und aufhängungstechnisch müssten wir auch alles dran haben, was man dran haben muss, damit er fährt. Und dann gucken wir mal, die ganzen Teile nochmal neu kaufen, klar. Und dann sollten wir eine Probefahrt mit dem guten Stück machen können auf dem Testtrack. Ich weiß nicht, ob ich mit dem auch noch auf die Rennstrecke fahren sollte. Nein, nicht mit zum Motor, danke. Was ich jetzt vergessen habe, ist natürlich einen Ölfilter anzubauen. Macht aber nichts, Öl können wir trotzdem erstmal schon mal reingeben, läuft nicht raus. Das ist schon mal ganz gut. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich noch über 900 Punkte brauche für Level 21, eieieiei, so. Müssen wir noch einen schnellen Ölfilter anbauen. Nee, da nicht. Da kann ich den kaufen. Nee, da auch nicht. Sondern da. Oh, ist das der R6 dann? Nee, ich nehme einfach an. Ich kaufe einfach mal den R6. Mal gucken, ob der richtig war. Eigentlich ist das ja ein rein 6-Zylinder. Da müsste der nicht richtig gewesen sein. Sehr schön. Passt. Wackelt und hat Luft. So, dann stell dich mal ganz kurz. Achso. Stell dich mal ganz kurz vor den Eingang, weil da komme ich besser um die Karosserie rum und in die Sitze rein. So, dann können wir nämlich hier erstmal Interieur zusammenbauen, Vordersitz einbauen. Rechter Vordersitz, den wollte ich künftig den mal ausbauen. Find ich die nicht? Warte, Moment, ich komme, Interieur. Ausbauen. Einbauen. So, dann haben wir schon mal neue Sitze drin. Normalen Modus, danke. So, dann können wir uns schon mal reinsetzen hier. Ja, schon mal gucken, ob der hier. Klingt nicht so, als wenn er tun würde. Ich glaube, ich weiß, was noch fehlt. Der Anlasser fehlt noch. Misch da jetzt so dran. Inbauen, Anlasser. Ich komme da so dran, wunderbar. Sehr schön, so. Gut, jetzt mit Anlasser könnte das Anlassen besser sein. Oh ja. Alles klar, er startet schon mal. Das finde ich gut. Ach, doch, die sieht ganz gut aus mit den Felgen. Wir brauchen jetzt Body Parts. Die kriegen wir im Tablet und zwar im Body Shop. Body Spot 1500. Wird Sony als wie geben. Smith 1500. Da haben wir einen Kotflügel, eine Tür, einen Kofferraum, eine Stoßstange, eine Heckscheibe. Scheinwerfer, Spiegel, Rücklicht, Motorhaube, Tür, Scheinwerfer. Noch ein Kotflügel. Fahrscheiben. Rückspiegel, noch ein Kotflügel und noch die Windschutzscheibe. So. Das heißt, wir können anscheinend hier ja, die Kotflügel auch noch abbauen. Gut, hier ist gar keiner dran auf der Seite. Scheiben müssten alle raus sein, ne? Ja. Dann können wir jetzt mal in den Zusammenbaumodus gehen und einmal außen rumlaufen und dann müssten wir alles wieder zusammen haben. Heckscheibe. Rechte vordere Tür. Vordere rechte Seitenscheibe haben wir auch. Windschutzscheibe. Spiegel anbauen. Motorhäubchen. Kotflügel. Scheinwerfer. Stoßstange. Ah, wenn man das hier, dass man das hier nicht schön reparieren kann, ne? Schade eigentlich. Wir das noch nicht dürfen. Ja, man hätte das. Ich behaupte immer wieder, man hätte das Geld abhängig machen sollen. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, ja, man muss dann halt jede Menge Geld verdienen, aber. Naja. Oh, jetzt ist das ausgegangen.
das Rücklicht noch anbauen. Ich glaube, auf der Seite auch noch, ne? Hier, Rücklicht. So. Gucken wir mal, was er sagt hier. So viel bringt das gar nicht. Also ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ein Geschäft, wo wir viel Geld mit verdient haben. Eher wenig. Ach, hier ist noch ein Seitenspiegel. Okay. Bringt jetzt wesentlich mehr. Auch nicht. Nee, also das hat jetzt, das ist jetzt glaube ich nicht so das große Geschäft gewesen hier. Machen wir auf die Teststrecke damit und gucken wir mal, was hier so bringt. Der Sechszylinder und wie der sich so anhört. Okay. Ungeahnte Kräfte stecken in ihm. Okay, lenken tut er wieder nicht so gut. Aber sonst, also abgegangen ist der ganz gut, ne? Erwartet man eigentlich nicht von so einem alten 1500er hier. Oh, mal rein hier ein Stoppschild. Ja, nicht ganz geklappt. So. Erwartet man eigentlich nicht von so einem Auto, wenn man das sieht, dass da so abgeht, ne? Also, ja, doch, das ist schon okay. Gut, aber wir verkaufen den jetzt. Also ich persönlich brauche den nicht in der Garage haben. Da habe ich andere, die ich gerne in der Garage haben möchte. Und deswegen würde ich den verkaufen. Na, naja, gut, dass hier alles 100% ist. Also müssen wir alleine, wir haben es ja selber zusammengeschraubt. Und neu gemacht. Gut, dann. Testfahrt bestanden. Klingt, ja, der Sound war okay. Ja, Auto verkaufen. Ja, bitte. Da ist er weg. So, und jetzt machen wir noch einen Auftrag. Ja, ein bisschen schneller an die PS kommen. Wir wollen ja hier unbedingt im Level weiterkommen. Da man hier nämlich immer noch so einen Abschluss kriegt. Und da haben wir einen Panther. Jo, Kollege, meine Karre ist im Verkauf vorbereiten, fast neu. Aber kannst du den Leuten, Karosserie muss glänzen. Kriegst du es hin? Reparatur mit dem... Mit Bauteilen mit 100%. 500.000 Kilometer runter? Okay, nee, kommen wir mal schnell eine Bremse hier. Oh, der Imperator. So einen weiß ich auch schon, dass ich mir so einen noch kaufen werde und dann schön in die Garage stelle. Okay, gut, den nehmen wir dann mal. Hopp, mal auf die Bremse, auf den... ach nee, warte mal, wissen wir, was bei dir kaputt ist? Wissen wir nicht. Alles klar, dann müssen wir mit dir mal ganz kurz... Diagnosefahrt. Da mal ganz kurz gucken, welche Teile der Bremse vielleicht kaputt sind. Genau, wir wollen diagnostizieren. Hm. So, das scheint ja erstmal ganz gut zu sein. Hm, das auch. Denkt der Problem an der Bremse. Achso, hier brauche ich nicht mehr Bremse. Da ist sogar ein Navi drin hier, guck an. Ist gar nicht so alt. Der ist gar nicht so alt, hä? Den hätte ich jetzt älter gemacht, muss ich sagen. Aber okay. Gut, Bremssattel, belüftete Bremsscheibe, Bremsscheibe. Da müssen wir auch wieder einmal außen rum, komplett rumrum. Ach ja, na gut, dann kommen wir mit auf die Hebebühne. Dankeschön. Dann werden wir mal kurz in den Inspektionsmodus gehen hier. Mach erstmal hier Hebebühne klar. So, fahren wir nach oben. Ah, sieht schon irgendwie, sieht schon cool aus, die Karre, ne? Man, könnte man sich auch noch vorstellen. So. Hier hätten wir eine Bremsscheibe. Da drüben sieht erstmal ganz gut aus soweit, ne, oder? Ne, da ist auch eine Bremsscheibe, okay. Wir sind nicht mehr im Inspektionsmodus, so. Hier sieht alles gut aus. Und hier meine Bremsscheibe, gut, dann, ach Quatsch. Dann nehmen wir den hier hinten erstmal auseinander. Das geht ja jetzt echt schon ganz schön fix, muss man sagen, ne, also mit dem...
mit dem letzten Level-Up und dem Boost, das ist schon so ein anderer Schnack. So, Bremsklötze waren es auch, also Belege, bitteschön. So, wir brauchen Bauteile, Bremsi. Auch eine Bremsscheibe bitte und einmal Bremsbelege, danke. So, dann zusammenbauen. Bremsscheibe, Hammer. Bremsklötze, Bremsbelege. Und den Bremssattel. Und alles ist wieder gut. Und Reifen auch wieder drauf. Dann machen wir hier mal. Nee, erstmal die Felge runter, bevor ich an den Bremssattel komme. Kommt die Sounds bald gar nicht mehr hinterher, so schnell wie ich die Schrauben hier raushole. So, der ging nicht mehr. Bremssattel ist es hier. Bremsbelege sind okay, Bremsscheibe, okay. Also hier hätten wir den Bremssattel. Gerne einmal neu und die belüftete Bremsscheibe gerne einmal neu. Der Rest war noch brauchbar. Sehr schön. Und dann die Felge wieder drauf. Sehr gut. Dann hier drüben hingehen. Und hier nochmal die Felgen oder beziehungsweise die Bremse komplett auseinandernehmen. Und der Bremssattel sieht noch gut aus. Und die Belege sind nicht mehr so gut und die Bremsscheibe auch nicht. Okay. Dann brauchen wir eine belüftete Bremsscheibe und einmal Bremsbelege. So, Anni baut wieder. Wollte ich eine Schraube schrauben, die gar nicht da war. Er macht Sachen. So. Ja, das ist doch schon mal schön. Fällt wieder ran. Und dann gucken wir mal. Wir haben alles, alles gut, alles schön. Dann müssen wir mal das Auto natürlich runterlassen und wieder zur Tür bringen. Und den Kunden anrufen und sagen, er soll mir mal ein bisschen Geld mitbringen. Wir halten hier sein Auto fertig. So, wo ist es denn? Da. Und tada, lieber Kunde, lass uns 668 Dollar da. Das ist okay. Das passt schon. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas, was man reparieren kann, in der Tasche habe. Nein, habe ich nicht. Alles klar. Da musste ich jetzt, wollte ich mich kurz mal versichern. Gut. Dauert 13 Minuten. Ja, ist ein bisschen kürzer. Ich moderiere trotzdem ab. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.